Willkommen, ihr Lieben. Türchen Nummer 2, 2. Dezember. Heute holen wir ein Weihnachtsbäumchen. Ein kleines, echtes, aber ab zum Weihnachtsbaumkauf. Ich freue mich. Ja, bei uns hat es nicht ganz so viel Schnee gegeben. So ein bisschen. Und auf dem Boden ist nichts. Ich stehe jetzt hier mit einer Flasche Kirschwasser, die wir letztes Jahr gekauft haben, weil wir auch mit Papa einen Schnaps trinken wollten. Aber meine Mutter und ich finden ihn so widerlich. Ich werde jetzt versuchen, ihn an meine Schwester abzutreten, denn die backt viel. Vielleicht macht sie mal einen Schwarzwälder Kirsch. Ich warte jetzt auf meinen Schwager. Der fährt mit mir den Weihnachtsbaum runter. Da steht das gute Stück und ja, ist ein bisschen schief, aber besser wird's nicht. Wir haben beschlossen, ihn morgen am ersten Advent gemeinsam zu schmücken. Ich hoffe, ihr habt einen schönen 2. Dezember. Oh, es ist kalt. Schnell zum Edeka. Ja, eigentlich habe ich euch ja schon ein bisschen was von meiner Deko vorenthalten, aber es ist alles noch im Progress und da kommt noch mehr dazu. Aber was ich nicht Winterdeko ist, nicht Weihnachtsdeko, weil ich schon vor dem Totensonntag hatte, meine beleuchtete Weihnachtskette, wo jetzt auch noch natürlich ein Nikolausstiefel dazu gekommen ist. Das ist unser Schweinekalender und da hinten an meinem Fenster, da habe ich jetzt gerade noch einen Weihnachtsstern eingekauft und noch dazu gestellt. Und normalerweise nehme ich mir dann wirklich meistens einen ganzen Tag mal Zeit, das ganz in Ruhe, das Haus zu schmücken komplett. Das hatte ich bisher noch nicht. Das ist alles im Moment so ein bisschen etappenmäßig, aber es wird mit Tag zu Tag bunter und schöner. Wie viel kann ich essen? Das werde ich immer wieder gefragt. Fast 2 Jahre postoperativ mit dem Schlauchmagen. Und ich habe hier ein ganz gutes Beispiel, was ich euch mal zeigen kann. Denn ich habe heute für die Jungs und für mich einen Döner geholt. Ich habe für mich einen kleinen Döner geholt. Ich habe ihn gewogen vorm Essen. 300 Gramm hat er gewogen. Ich habe ihn nicht geschafft. Ich würde mal sagen, so zur Hälfte. Ich habe jetzt aber noch nicht gewogen. Das können wir jetzt mal zusammen machen. Das ist das, was übrig ist von meinem Döner. Und ich hatte ihn vorher auch mit Folie draufgepackt. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ja, also mein Gefühl war richtig, 166 Gramm sind übrig von 300 Gramm, das heißt, knapp die Hälfte habe ich geschafft. Ich bin jetzt fast 2 Jahre operiert. In den, ja, also um genauer zu sein, sind es dann jetzt 21 Monate fast. Und am Anfang, also in dem ersten halben, dreiviertel Jahr, da kriegt man sowas gar nicht hin. Da kann man in Etappen oder vielleicht ein-, zweimal abgebissen, aber so ein halber Döner oder so ein kleiner Döner, so wie jetzt, das könnt ihr vergessen. Aber die Portionen werden größer. 150 Gramm klingt jetzt nicht viel und es ist auch nicht viel. Wenn ich jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde warte, kann ich auch den Rest aufessen. Ja, und das ist aber auch der Grund, warum ich letztendlich zwar relativ normal esse, aber toi toi toi, Gott sei Dank bisher trotzdem noch sehr, sehr, sehr langsam weiter abnehme, weil selbst die guten Sachen so viel wie vorher geht einfach nicht mehr. Geht, glaube ich, auch nie wieder in dem Maße. Das muss man halt einfach wissen. Und auch wenn die Portionen ganz normal wieder etwas größer werden,
Sie werden nie wieder so groß wie früher. In diesem Sinne, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen.